Hallo und herzlich willkommen zum E-Business Cast, der Podcast für dein Easy Business. Unser Ziel ist es, digitalen Unternehmern die Leichtigkeit in ihrem Business zurückzugeben und sie über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Mach das, wofür du brennst und hab Spaß dabei und verdiene auch noch Geld, wenn du gerade mal nicht arbeitest. Das ist das Easy Business Modell. So einfach kann Business sein. So, hallo und herzlich willkommen im E-Business Cast. Matthias hier und heute sitze ich mit der lieben Nüdel hier. Sie heißt eigentlich Nadine Müller, betreut Klienten im Bereich Social Media, vor allem Instagram, baut dort Profile auf, hat auch mein Profil schon gebrandet und mir dabei geholfen, da mal einen Schliff reinzubekommen, weil es vorher sehr, sehr wild aussah. Und wie sie aus Wild wuchs, wirklich sehr kreative Dinge schöpft, wie sie Leute berät und wie sie zu Instagram steht und warum sie da auch einen sehr, sehr kritischen Blick drauf hat, obwohl sie ja da eigentlich tätig ist in dem Bereich. Und wie das alles zusammenpasst, davon kann sie heute sehr gerne berichten. Hallo Nadine. Ja, hallo Matthias. Vielen, vielen Dank für die Einladung und für die ganz wunderbare Vorstellung. Freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, sehr schön. Herzlich willkommen. Magst du uns mal noch so ein bisschen reinholen? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du so Besonderes und warum sitzt du heute hier? Ja, ich sitze hier, das hast du ja schon gesagt, weil wir zusammen miteinander gearbeitet haben und unsere Erfahrungen gemacht haben und ich sowohl dir eine Unterstützung war mit deinem Instagram und du mir sowohl auch eine Unterstützung mit meinem Businessaufbau warst und mir da viele Tipps und Tricks gegeben hast. Und ja, ich bin noch 34 Jahre alt, ich wohne noch in Frankfurt, bin gerade am Umziehen, will aufs Land ziehen und habe mich dieses Jahr selbstständig gemacht mit meinem Business und betreue da Unternehmer, Coaches und Berater bei ihrem Instagram-Aufbau und das auf eine sehr kreative, alternative Art und Weise. Das ist, glaube ich, so mein USP. Und ja, gehe da vielleicht etwas anders ran als andere Instagram-Marketing-Leute. Und das macht mich so aus, ja. Okay, da würde ich auch gleich dann nochmal drauf zu sprechen kommen, weil du sagtest es ja schon, du bist jetzt eigentlich noch relativ frisch als Selbstständige, beziehungsweise dass du überhaupt unternehmerisch tätig bist und hast natürlich auch schon die ersten Erfahrungen gesammelt, wie das halt Klienten einzusammeln sozusagen. Wie funktioniert das? Ja, wie macht man auf sich aufmerksam und was waren da so deine ersten Schritte, deine ersten Erfahrungen, die du gesammelt hast? Da würde ich gerne mal ein bisschen reinschauen. Ja, ich habe schon eine kleine Reise hinter mir und das ist auch unglaublich interessant. Tatsächlich habe ich gar nicht als Instagram-Marketing-Girl angefangen, sondern als virtuelle Assistenz. Ich komme aus dem kaufmännischen Bereich, also da habe ich meine letzte Ausbildung gemacht und es war so das Naheliegendste, dass ich als virtuelle Assistenz anfange und da Selbstständige unterstütze bei ihrem Backoffice oder auch bei ihrem Instagram-Aufbau. Und dann habe ich meine ersten Kunden gewonnen und habe halt gemerkt, Moment mal, meine Stärke liegt tatsächlich eher in dem Kreativmarketing und Instagram-Aufbau und Content-Marketing und halt auch einfach Gestaltung. Also ich habe seit jeher viel mit Gestaltung zu tun und Design und auch Kunst. Ich habe irgendwann mal Kunst studiert, das lasse ich jetzt auch gerne reinfließen und habe dann einfach in der Zusammenarbeit mit meinen ersten Kunden gemerkt, okay, meine Stärke liegt bei Content-Marketing, Ideen finden und auch das Design und halt auch das Personal Branding auf Instagram zu übertragen. Und das hat mir dann am meisten Spaß gemacht. Und dann macht man so seine Erfahrungen. Dann fängt man vielleicht auch mal an, ein Coaching zu machen, wo einem dann gesagt wird, hey, leb mal deine Stärken ein bisschen aus, mach das doch einfach mal. Und dann bin ich so in das Instagram-Marketing gekommen. Und tatsächlich war mein Anspruch halt immer, das alternativer zu machen und kreativer zu machen, was wahrscheinlich daran liegt, wie du es auch schon gesagt hast, dass ich aus einem sehr kritischen, also Instagram sehr, sehr kritisch auch sehe im Umgang, privaten Umgang, als auch im Umgang mit Marketing, als Marketing-Tool. Und da möchte ich das so ein bisschen aufbrechen und möchte da mehr Kreativität und Alternativität reinbringen. Ja, also ich war, um da mal die Zuhörer, Zuschauer so ein bisschen reinzuholen, auch damals so von dieser Art, also die für mich recht erfrischend war, auch überrascht so, weil ich hatte ja so ein ungefähres Bild, wie will ich es machen, ja, und ich will auch irgendwie jetzt so mein Premium-Charakter vielleicht mit reinbringen und die Themen da ansprechen und habe dann so Karussells gebaut und so. Und wo du als ersten
Einstieg sozusagen so für unsere Zusammenarbeit auch einen Bruch reingebracht hast, wo ich dann so dachte, hä, okay, interessant, war halt, dass du gesagt hast, okay, lass uns mal so aus diesem Konzeptuellen, wie jetzt alle das machen, mal aussteigen, lass uns da mal anders denken, ja, und das fand ich halt sehr, sehr erfrischend, weil da bin ich dann auch wieder gefordert gewesen und dachte so, okay, warte mal, wie anders denken, Instagram ist doch Instagram, oder? Wie siehst du gerade die Welt in Instagram? Also was passiert dort? Warum sind die Leute dort und wie baust du so Profile auf? Ja, die Leute sind natürlich dort, um Marketing zu betreiben. Du kannst ja Instagram auf vielerlei Art und Weisen betreiben, privat, du kannst dort kreativ sein. Und ich glaube, in unseren Kreisen, gerade unter selbstständigen Beratern, Experten und Coaches, wird halt Instagram als Marketing-Tool benutzt. Das ist keine Frage. Und das macht es wahrscheinlich auch zu dem Problem in unserer Bubble, dieser Marketing-Bubble, weil das Ziel ist es natürlich, auf Instagram Reichweite aufzubauen, Kunden zu generieren und da sich einfach einen Namen zu machen und vielleicht sogar ja einfach Lead-Generierung zu nutzen. Das ist so das Ziel der meisten so, ist ja auch für mich und auch für dich. Das Problem meiner Meinung nach ist, dass halt Instagram auf einem Algorithmus basiert und der funktioniert halt auf Basis von Einheitlichkeit, wenn alles gleich aussieht, wenn alles gut erkannt wird, wenn Schlagworte gleich sind, wenn die Hashtags gleich sind. Und man kann den Algorithmus relativ einfach knacken, wenn man es gecheckt hat. Der Ausgang da oder so, wie es dann am Ende aussieht, sieht halt einfach leider nach Einheitsbrei aus. Guck dir mal die Marketingprofile an, guck dir doch mal die großen Unternehmer an. Die Profile sind letztendlich alle gleich aufgebaut, weil das einfach funktioniert laut Algorithmus, weil das halt einfach so einfacher gefunden wird. Und das finde ich halt schade, gerade in Anbetracht der Tatsachen, dass wir auch Personal Brands sind. Du bist eine Personal Brand als Matthias Heinke, ich bin eine Personal Brand als die Nüdel und ich finde, wenn man sich danach orientiert, nur nach dem Algorithmus zu gehen, dann bleibst du halt hängen im Einheitsbrei und du hast gar keinen Wiedererkennungswert und meine persönliche Herangehensweise ist halt, ich habe Instagram immer schon als kreatives Medium benutzt. Ich habe da schon immer kreative Stories gemacht. Ich habe schon immer Storytelling gemacht. Ich habe da meine Kunst gezeigt. Ich habe mich gern mit Leuten vernetzt. Ich meine, Instagram ist immer noch ein Social Media. Es ist immer noch eine soziale Plattform, wo man halt auch einfach tolle neue Leute kennenlernen kann. Und wenn daraus irgendwie noch Kunden entstehen, top. Und das möchte ich gerne so ein bisschen wieder reinholen und auch dieser Spaßfaktor, es macht doch gar keinen Spaß mehr, wenn alles gleich aussieht, wenn man sich nicht mehr ausleben kann und Instagram ist eine schnelllebige Welt, da kann man halt auch einfach mal experimentieren und seine Personality mit reingeben, um dann halt auch wieder gefunden zu werden. Mittlerweile kommen die Leute halt auf mich zu wegen genau diesem Ding, weil die sehen, die macht Instagram-Marketing, aber das sieht ja ganz anders aus als die anderen Instagram-Marketing-Accounts. Das ist mittlerweile, das merke ich, dass ich da das Feedback bekomme und die Leute das auch möchten. Die möchten auch diesen USP haben, die möchten auch kreativ mit Instagram arbeiten und experimentieren. Und wenn dabei eben so die Basics natürlich auch noch behandelt werden, wie Profilaufbau, Content-Strategie, kann das meiner Meinung nach eins in eins gehen. Du kannst kreativ sein, du kannst Spaß haben auf Instagram und gleichzeitig damit halt einfach noch deine Traumkunden anziehen. Also ich arbeite ja jetzt hauptsächlich mit Coaches und Beratern so zusammen und das sind einfach Personenmarken und ich finde, man darf das auch zeigen, dass man ein Individuum ist mit seinen eigenen Interessen, mit seiner eigenen Kreativität und ich bin quasi so der kreative Sidekick oder der Sparing-Partner, die Sparing-Partnerin und wir entwickeln halt gemeinsam eine Strategie, eine Content-Strategie, wir entwickeln gemeinsam Content-Formate, auf die ich dann halt eben auch Designs dann mache, die dann wirklich darauf aufbauen, so hey, wer bist du eigentlich als Person? Was magst du so, was macht dir Spaß? Weil das ist für mich auch Nachhaltigkeit. Wenn du Spaß an dem Medium hast, Instagram, das möchte ich gerne vermitteln, dann bleibst du halt lange dran.
Und das ist halt auch einfach so das Goal bei Instagram. Also Nachhaltigkeit, dranbleiben, Kontinuität. Und das ist meiner Meinung nach nur gegeben, wenn du halt wirklich auch so ein kleines bisschen Spaß an Instagram hast, ja. Ja, also ich glaube, dass das, also danke erstmal dafür. Also ich glaube, dass das halt allgemein sogar so ist. Also ich glaube, wenn du im Online-Marketing unterwegs bist oder überhaupt im Social-Media-Marketing und du nutzt da eine Plattform für dich, sei es jetzt zum Beispiel Instagram oder meinetwegen auch LinkedIn, weil LinkedIn zum Beispiel für uns auch super gut funktioniert, weil wir halt eben genau auf Unternehmer halt gehen, die da unterwegs sind oder halt eben meinetwegen auch YouTube oder TikTok. Es sind im Grunde genommen mehr Plattformen, um sich auszutauschen, um sozusagen in Kommunikation zu treten, um sich auch zu zeigen, halt zu präsentieren, ja. Aber wenn, wie du schon richtig sagst, so alles so glatt gebügelt ist und alles sieht fast gleich aus, dann ist, du bist halt nicht mehr unterscheidbar. Und das ist ja ganz oft gerade auch im Coaching-Markt so. Warum sticht oder wie sticht man denn eigentlich noch heraus? Und entweder schreien die ganz laut, ja, und treffen irgendwelche krassen Aussagen, oder sie gehen halt eben einen Weg, den ich halt viel, viel geiler finde und viel, viel angenehmer, und zwar, dass man sich mal kreativ Gedanken macht. Ja. Und wenn man jetzt mal so auf dein Profil geht, ich kann das mir unten einblenden, das Instagram-Profil, und da mal auch so ein bisschen deine Stories verfolgt und deine Beiträge und so, dann merkt man halt, dass du da auch kreativ bist, ja, und wie auch immer wieder einen ganz anderen Ansatz fährst halt, ja. Genau, von daher kann ich das nur unterstützen, so die, was würdest du denn Leuten raten, die jetzt momentan noch auf Instagram allein unterwegs sind, ohne jetzt den vielleicht für sich den krassen Erfolg schon zu haben. Wie können die denn vorgehen, um da ein bisschen kreativer und auch anziehender zu wirken halt für ihre Leute, die sie da doch gerne ansprechen wollen? Ja, ich glaube, dass man schon auch bei den Instagram Basics anfangen kann, um sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie funktioniert Instagram, was für Formate gibt es, also von Karussell-Posts über Stories, über Lives, über Single-Posts, über Reels, gibt es ja unterschiedliche Formate, und dann muss man sich vielleicht erstmal anfangen, Gedanken zu machen, was könnte einem persönlich denn liegen, was macht einem Spaß, macht es einem Spaß, Videos von sich selbst zu machen, macht es Spaß, kreative Grafiken zu machen, also das ist erstmal so der Grundstein, was könnte mir denn Spaß machen. Und dann, also das ist so mein Fokus auch. Andere Instagram-Marketinger gehen da ganz anders ran, mit einem Strategieaufbau. Da geht es halt eher um Ziele definieren, und daraufhin bauen wir dann die Formate. Und ich mache das andersrum. Ich gehe halt wirklich vom Individuum aus, so was könnte dir Spaß machen? Und dann setzen wir den Fokus da drauf, weil einige wollen halt keine Reels machen und andere wollen halt keine Karussellposts machen, und dementsprechend muss man halt so mit der Strategie gehen. Und dann gehe ich tatsächlich ganz alternativ mittlerweile ran und lerne den Menschen erstmal kennen. Und dann sind halt sowas wie, was sind deine Hobbys? Was hörst du für Musik? Was guckst du für Filme? Und daraufhin entwickle ich quasi eine Strategie, so wie kannst du dieses, was dich ausmacht, in dein Profil einbringen, in Form von kreativen Content-Formaten. Also ich habe ja viel mit Kunst auf meinem Profil zu tun, und mein Kunstaspekt übertrage ich eben auf wirklich Instagram-Marketing-Themen. Das geht. Und wenn man sich einfach mal Gedanken darüber macht, was mag ich überhaupt und wie kann ich das wirklich in meiner Nische auch kommunizieren? Und das geht bei jeder Nische. Also man muss nicht die gleiche Tour fahren wie alle anderen Berater, wie alle anderen Coaches, die auf Instagram unterwegs sind. Man kann seine Personality mit reinbringen und seine Hobbys mit reinbringen. Und dann ist es halt der Clou zu wissen, wie man seine Hobbys, seine Interessen, sein Wording, sein Humor eben auch nischenorientiert kommuniziert durch die Content-Formate. Und das ist halt ist tricky. Deswegen ist es ein Prozess auch. Ich merke das bei mir auch. Ja. Das ist halt natürlich, wenn du kreativ bist und etwas anderes machst, musst du halt immer damit rechnen, dass es auch erstmal nicht funktioniert. Weil Instagram halt einfach nicht so funktioniert, die breite Masse funktioniert nicht so. Ich habe jetzt gestern erst den Post rausgehauen, den Hieronymus Bosch Post. Hieronymus Bosch ist ein Künstler, ein alternativer Künstler aus dem Mittelalter, der halt einfach krass alternativ unterwegs war und biblische Szenarien sehr brutal, sehr provokant, aber meiner Meinung nach einfach super realistisch dargestellt hat. Er hat alle menschlichen Abgründe gezeigt, die niemand sehen wollte. Und das habe ich übertragen auf ein Instagram-Marketing- oder Branding-Thema, dass wenn du hervorstechen willst, musst du provokant sein und kontrovers sein und auch polarisieren. Und dieser Post ist total abgekackt. Instagram hat es anscheinend nicht gecheckt, um was es geht, weil eben so viel Kunst damit dabei war, und hat mich
Hat mich nicht ausgespielt. Meine Hashtags haben nicht funktioniert, mein alternativer Text hat nicht funktioniert, nur meine Follower haben das gesehen. Und ich frage mich jetzt, ich fand den Post gut und ich habe das Feedback auch von meinen Followern bekommen, dass das halt interessant war. Meine Kommentare sind explodiert so und Instagram hat es halt nicht ausgespielt. Jetzt frage ich mich, ist das zu kontrovers? Ist das zu polarisierend? Habe ich falsche Bilder benutzt? Und meine Theorie ist tatsächlich, dass Instagram halt das nicht erkannt hat in diesem Thema, in diesem Personal Brand Thema. Und das ist halt leider so the downside quasi. Wenn du was anderes machst, dann brauchst du vielleicht einfach ein paar Wochen, Monate länger, um das zu etablieren, was du da machst. Aber das ist das allemal wert, weil Ja, ich also ich möchte habe. Instagram gerne, also mein großes Ziel, Instagram zu revolutionieren, Ja, ist ist halt okay. mit Arbeit Geil. verbunden und du musst da dranbleiben. Ja, absolut. Also du betreust ja mittlerweile auch Klienten von mir, die sozusagen bei mir auch Kunden sind, und ich habe sie halt zu dir geschickt, weil ich gerade diese Art und Weise so erfrischend finde. Und ich ja auch merke sozusagen, dadurch, dass die halt die Möglichkeit haben, sich als jemand zu präsentieren, der sie halt auch sind, ja, wo sie halt auch einfach wirken können, egal ob das jetzt vom Algorithmus gleich erkannt wird, ob das jetzt gleich durch die Decke geht, sondern sie können sich selber treu sein. So, und ich habe ja hier auch schon andere Interviewgäste gehabt, die halt auch für sich festgestellt haben, umso eher du gelernt hast, dass du einfach dir selber treu bist, du bist einfach du und du gehst mit dem, wer du bist, raus und du sprichst einfach frei, so nach dem Motto, umso eher können die Leute auch was mit dir anfangen. Dann ist es schon fast egal, was du da für Messages jetzt unbedingt verbreitest. So, die Leute kommen dann zu dir, weil sie verstehen es dann. Ja, sie kaufen wegen dir, Personal Brand halt. Ja, und dementsprechend, ja, dann braucht es halt manchmal auch einen längeren Atem, aber ich glaube, ja, es lohnt sich definitiv. Ja, und ich merke es jetzt hier gerade mit dem Podcast auch. Wir haben sozusagen ja unser Thema auch nochmal umgeswitcht. Ja, wir haben in Instagram ja vorher wirklich sehr. Ja, so ein paar lustige Sachen gehabt, dann bin ich sehr auf Verkaufen gegangen, hab solche Sachen präsentiert, das hat Instagram relativ schnell verstanden, hat es auch gut ausgespielt. Jetzt komme ich mit dem Podcast-Thema um die Ecke und ich merke halt, ich komme über ein gewisses Viewfeld, komme ich erstmal nicht hinaus. Ja, weil Instagram, wie du jetzt gerade auch erklärst, halt sozusagen das nicht versteht. So, was ist das jetzt? Wie hängt das jetzt zusammen? Ja? Da braucht es einfach auch ein bisschen, ja, Durchhaltevermögen und auch ein bisschen Experimentierfreude wahrscheinlich halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ein Algorithmus baut sich ja auch erstmal auf. Also der muss ja erstmal lernen. Das ist ja schon auch ein durchdachtes, ausgeklügeltes System, so ein Algorithmus. Und wenn du halt einfach aus der Masse fällst, dann brauchst vielleicht einfach ein bisschen länger, damit der Algorithmus checkt, okay, du bist in der Nische unterwegs, du benutzt trotzdem immer mal wieder die Hashtags und die Schlagworte. Wir kategorisieren dich jetzt trotzdem da ein, auch wenn vielleicht dein Wording anders ist, dein Auftreten anders ist, du kreativer bist. Wie du sagtest, da braucht man vielleicht einfach einen längeren Atem. Aber du hast es auch schön gesagt, dass wenn du selbst bist und auch das machst, was dich ausmacht und was dir wirklich Spaß macht, macht sich das bezahlbar auf lange Sicht. Weil das ist halt das, von was auch viele Marketing- und Personal-Brand-Experten so sprechen, Authentizität. Das ist auch in aller Munde auf Instagram. Aber was ist denn Authentizität denn wirklich? Sind die Leute auf Instagram authentisch? Nimmst du das denen ab? Und ich finde, also ich bin feinfühlig. Mensch, ich merke das mittlerweile und die anderen merken das auch und Kunden merken das auch. Und ich finde, authentisch kann man nur sein, wenn man sich erstens kennt und das halt wirklich auch so nach außen trägt und einfach auch mal akzeptiert, ich muss nicht von jedem gemocht werden. Und ich muss auch nicht vom Instagram-Algorithmus erstmal gemocht werden. Und ich muss mich nicht anpassen. Aber das ist schwer, wenn du willst Geld verdienen, du willst deine Reichweite haben. Und dann neigt man dazu, sich anzupassen. Aber das merken die Leute. Wenn ich nicht selbst sein kann, auch auf Instagram, in so einem Kreativmarketing, dann macht das keinen Sinn. Und deswegen probiere ich mich da aus. Und ich merke das auch bei meinen Kunden, wie wir zusammen irgendwelche Content-Formate kreieren und die Augen leuchten und denken, ja, oh, das habe ich so noch nie gesehen. Ich habe richtig Spaß daran und ich habe richtig Bock, dass das rausgeht. Das ist das, was am Ende zählt. Und wenn Ja, dann Kunden drauf ansprechen und sagen, hey, das finde ich richtig cool, was du da gemacht hast. Geil, optimal. dass es halt ein bisschen wieder mehr Spielen ist, halt auch mit den Elementen, die man da halt verwenden kann, und auch experimentieren ist mit dem,
Wie wirkt das eigentlich auch, wenn ich nach draußen einfach mal so bin, wie ich halt auch bin, ja? Und mit dem Podcast hier haben wir ja was Ähnliches, dass ich bin jetzt einfach mit dir jetzt im Gespräch, so, ja? Wir führen die Gespräche normalerweise halt dann eher am Telefon oder halt in Zoom, aber niemand hört zu und jetzt kann man halt zuhören, so. Deshalb, man erlebt den Menschen halt näher, so. Und vielleicht ist das auch wirklich eine Richtung, die wir auch brauchen wieder, weil, wie du schon richtig sagst, es ist halt Einheitsbrei. Und wenn Instagram alles glatt zieht, weil wir einfach dem Algorithmus hörig sind, dann sind wir fucking in der Dystopie drin. Weil wenn das wirklich der Zahn der Zeit ist und wir haben jetzt hier irgendwie die nächsten 10, 20 Jahre Algorithmusbestimmung, wo bleibt dann die Menschlichkeit? Wo ist denn der Mensch? Ja, und da kann ich auch deine Kritik absolut verstehen. Weil darf nicht sein, dass wir, also aus meiner Perspektive, klar kann eine Pendel jetzt dahin schwingen, probieren wir mal eine Runde aus, machen wir mal 200 Jahre, die Algorithmen bestimmen unser Leben. Aber ich gehe davon aus, dass wir sehr, sehr viel verlieren werden in dieser Zeit. Ja, ja, also ich meine, wenn man da im dystopischen Sinne unterwegs sind, wenn man das mal weitertreibt, wir sind auf jeden Fall auf dem Weg in eine Technokratie. Soziale Medien haben unglaublich viel Macht. Und wenn ich das jetzt an meinem publiken Hieronymus Bosch Beitrag sehe, der einfach nicht ausgespielt wird, weil er zu besonders ist, weil er zu eine eigene Stimme hat, dann hat Instagram auch eine Macht. Soziale Medien haben eine Macht und deswegen neigt man auch dazu, einfach in Einheitsbrei unterzugehen. Aber das ist ja nicht nur auf sozialen Medien so. Guck dir doch mal die Gesellschaft an. Also wir sind doch Einheitsbrei. Entweder gibt's Schwarz und Weiß, gibt nichts mehr dazwischen und am besten sollen alle gleich sein. Keine Geschlechter mehr, alle sollen gleich aussehen. Finde ich schwierig und soziale Medien haben natürlich da so ihr Zutun. Und ja, auch dieses, da kommt noch ein anderer Aspekt dazu, eben weil alles einheitsbrei ist. Überleg dir mal, wie die Leute mittlerweile auf Instagram unterwegs sind oder sozialen Medien. Da wird nur noch geswiped und gescrollt, unendlich gescrollt. Es werden einem Reels noch und nöcher vorgeschlagen. Du bist den ganzen Tag berieselt und du nimmst aber gar nichts mehr richtig wahr. Du bleibst gar nicht mehr richtig hängen und guckst dir Content wirklich sehr bewusst an. Und das finde ich halt auch sehr schade. Das ist halt auch meine Kritik, dass halt dieser bewusste Konsum gar nicht mehr ist. Es ist einfach nur raushauen, Content raushauen, weil du musst doch Kontinuität zeigen, du musst doch präsent sein, du musst doch in die Sichtbarkeit kommen. Aber die wenigsten gucken halt sich die Beiträge wirklich noch sehr bewusst an und denken, wow, da steckt aber Arbeit dahinter. Wow, da hat sich jemand mal Gedanken gemacht. Das ist ja wirklich in den seltenen Fällen so. Und ich ertappe mich da auch oft dabei, dass ich in meinem Schlafmodus bin und meinem Schäfchenmodus, wo ich einfach nur rumscroll. Finde ich halt schade und ich finde, wir können da wieder ein bisschen mehr Langsamkeit reinbringen, Bewusstsein und das hat für mich dann auch viel mit Wertschätzung zu tun, weil hinter jedem Account steckt ein Mensch, hinter jedem Account steckt ein Individuum mit Interessen und mit Sorgen und Ängsten und Freuden und ich finde, gerade auf sozialen Medien, man kann das so schön nutzen, kann man Menschen einfach auch wieder kennenlernen und dann auch eine Personal Brand kennenlernen, mit der man gerne zusammenarbeiten will. Ich finde, das geht alles ein bisschen verloren und generell bewusster Konsum, Achtsamkeit auf sozialen Medien wäre mir tatsächlich auch sehr wichtig. Ich hab ja meine Instagram-Pause gehabt, bevor ich zurückgekommen bin. Ich habe 6 Monate ohne Instagram verbracht. Das war die beste Zeit meines Lebens. Und jetzt mache ich Geld mit Instagram. Das ist schon auch verrückt, ja. Aber das ist halt vielleicht einfach als Reise auch zu verstehen. Und ich begleite ja auch deine Reise sehr wohlwollend und auch sehr reflektiert auch mit dir. Wenn du Lust hast, können wir da nochmal so ein bisschen in die Richtung gehen, weil ich glaube, auch da können wir einen Beitrag leisten, weil du merkst ja halt, mir geht es halt auch hier wieder um Werte. Es geht darum, dass wir Werte schaffen und ich glaube auch, dass du dort gerade Werte schaffst. Aber um dahin zu kommen, um sich sozusagen dem auch widmen zu können, braucht es halt auch Reflexion und vor allem sich mit sich selbst auseinandersetzen. Du hast es gerade so schön gesagt, also wenn man authentisch sein will, dann muss man sich mit sich selber auseinandersetzen, weil du musst dich kennen, ansonsten kannst du nicht authentisch sein. Ja, ansonsten bist du halt nur ein Spiegel oder ein Abbild von irgendjemand anders vielleicht, ja, und von der Idee, die vielleicht irgendwann mal in den Kopf gepflanzt wurde. Wie erlebst du denn deine unternehmerische Reise als Selbstständige, die sich ja auch erstmal von recht sicheren Job halt hin entwickelt zu, jetzt muss ich selber Kunden gewinnen, ich muss Geld verdienen. Was macht das mit dir? Oh, das macht sehr, sehr viel mit mir.
Ich glaube, ich dir auch schon öfters gesagt, dass sich selbstständig machen für mich die krasseste Persönlichkeitsentwicklungsschule ist, die ich halt so mitgenommen habe. Ich bin immer der Meinung gewesen, ich bin ein reflektierter Mensch, ich bin ein sensibler Mensch. Ich hab auch meine Therapieerfahrung. Ich mache darum auch kein Geheimnis. Aber sich selbstständig zu machen und wirklich aus dem System quasi auszubrechen, sein eigenes Ding zu machen, konfrontiert einen halt mit all seinen Schatten, die da noch so sind, die da noch so offen sind, mit all seinen Ängsten und ja, auch so Limitierungen, die du dir selbst so auferlegt hast, Money Mindset, wie gehst du auf einmal mit Geld um, wie gehst du nicht mit Geld um, wie auch sowas wie Eigenverantwortung, Initiative, klar kommunizieren mit Kunden und auch mit sich selbst, Grenzen setzen, Einteilung, Zeiteinteilung, das kommt alles auf einen zu und vorher wurde einem das so vorgekaut und vorgegeben, du hast dich einfach angepasst und jetzt bist du dein eigenes System und damit muss man ja erstmal wachsen. Also wenn man das 34 Jahre halt nicht kennt in seinem Leben und da auf einmal reingeschmissen wird, ist das sehr, sehr herausfordernd. Und ich habe da schon auch meine Tiefphasen gehabt und ich bin da froh, dass ich so Leute habe wie dich und auch andere Coaches, die mich da immer wieder rausgeholt haben und mir auch gezeigt haben, dass alle Phasen, die ich so habe, total normal sind. Das anscheinend alle da mal durch müssen auf irgendeine Art und Weise. Und ich habe mich in dem Prozess auf jeden Fall extrem nochmal kennengelernt und auch wirklich gemerkt, was es bedeutet, sich selbst zu leben und authentisch zu sein. Weil ich hatte auch meine Phasen auf Instagram, wo ich mich angepasst habe, wo ich Kunden einfach nur Kunden gewinnen wollte. Und es hat auch geklappt, aber ich habe mich halt mega verloren, weil es letztendlich so wie ich das damit umgegangen bin, ich habe mich nicht authentisch gefühlt und nach mir selbst gefühlt und musste dann tatsächlich noch mal richtig zurückrudern, habe mich mit meinen Werten auseinandergesetzt, was ich eigentlich will, wie ich Instagram eigentlich nutzen will und wie ich auch mit Kunden zukünftig zusammenarbeiten will. Und das war so der Knackpunkt. Das war ein emotionaler Tiefpunkt, aber gleichzeitig auch mega der Gewinn für mich, weil ich jetzt weiß, ich kann ich selbst sein, ich darf ich selbst sein auf Instagram und auch im Umgang mit meinen Kunden. Ich muss mich nicht verstellen, ich muss mich nicht anpassen, um zu gefallen und zu leisten. Ich kann einfach ich selbst sein. Und das ist das, was gewünscht ist. Und das ist das, wofür ich halt Anerkennung bekomme, Wertschätzung bekomme. Ich bekomme coole Ergebnisse mit meinen Kunden und ich bekomme einfach so neue Kunden, die auf mich zukommen, weil sie gesehen haben, hey, du hast in der Story das und das gesagt. Das hat mir total gut gefallen. Wie kann man eigentlich mit dir zusammenarbeiten? Das macht sich auf lange Frist einfach bezahlbar. Und das, so wenn wir nochmal zurückgehen auf die unternehmerische Entwicklung, ist es genau das. Ich darf als Unternehmer mein eigener Boss sein. Ich kann meine Regeln selbst bestimmen, auch wenn ich ich selbst bin. Das ist gewünscht. Und das bestärkt mich extrem, ja. Ja, es hat nicht immer einfach, auch das zu entdecken. Ja, ich habe ja auch meine Phasen durch, wo ich halt sehr orientiert war an, ich muss jetzt Umsatz machen, ich muss jetzt die nächsten Kunden gewinnen und so weiter. Und der Blickwinkel ist ja auch verständlich, weil du hast sozusagen wie so eine Maschinerie zu laufen. Du hast dein Produkt, du hast dein Marketing, du wirst sichtbar damit und du verkaufst nachher. So. Und das ist auch völlig in Ordnung, das so zu sehen, dass es das ein sehr mechanisches Konstrukt ist als solches. Aber wenn dann das Leben fehlt, die Seele fehlt und du hast dich nicht mehr mit drin oder das Wertesystem, was du ja eigentlich vertrittst, was du vielleicht im Innersten hast, woran du jetzt noch gar nicht so gedacht hast oder nicht drüber nachgedacht hast, dann kann es halt passieren, und das sehe ich halt ganz, ganz oft, du hast dann einfach auch Kunden drinne, mit denen kannst du nichts anfangen. Du kannst keine gute Arbeit leisten. So, und dann ärgerst du dich und du verstehst erstmal am Anfang gar nicht, warum schaffe ich das hier nicht? Ja, und dann hast du mit ganz vielen Problemen zu kämpfen und du denkst die ganze Zeit so, ja, ich bin ja jetzt, muss jetzt mich um diese Probleme kümmern und da vielleicht neue Mechanismen bauen oder so, dass die Probleme aufhören und so. Und du bewegst dich dann in so einen scheiß Teufelskreis. So, und dabei hättest du viel früher ansetzen können, gehst einfach nochmal zurück zu dem, wer du eigentlich bist und was du eigentlich für Kunden wirklich haben möchtest, wer wirklich zu dir passt, und dann gehst du authentisch raus und auf einmal funktioniert's. What the fuck? Ja. Ja. Die Erfahrung habe ich ja auch gemacht, das hast du ja auch mitbekommen live. aber ja, das sind halt auch Erfahrungen und Prozesserfahrungen. Du musst halt erstmal dadurch, glaube ich,
durch Kundenkontakt, durch auch falsche Kunden, was heißt falsch, also in Anführungszeichen falsche Kunden für dich, wenn es halt einfach nicht harmoniert und du vielleicht wirklich als Motivation hauptsächlich diesen Geldfaktor hast, weil du musst deine Miete zahlen, du musst Essen kaufen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist unser Job. Wir müssen damit Geld verdienen, um über die Runden zu kommen. Und das kann auch für eine gewisse Zeit okay sein, wenn man mit dieser Motivation rangeht. Das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich. Aber früher oder später, wie du halt sagtest, verrennt man sich dann und man hat auf einmal ganz andere Probleme, weil man halt sich selbst verloren hat in dem ganzen Prozess. Und dann machen so Kleinigkeiten, wo du gedacht hast, das ist doch easy peasy, sind auf einmal schwer für dich. Ich habe das halt bei mir persönlich gemerkt mit dem Design-Thema. Design ist eigentlich, habe ich immer gedacht, das ist so mein Steckenpferd, das mag ich total gern, das macht mir total viel Spaß. Aber ich habe mir da eine Zeit lang richtig schwer getan, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war einfach alles schwer. Die Prozesse, die ich mir gemacht habe, waren schwer. Dann kommt noch mein Perfektionismus dazu. Dann vielleicht die Kommunikation hat nicht gestimmt und da gehe ich jetzt mittlerweile anders ran. Ich habe einfach mein System angepasst und natürlich auch meine Kunden angepasst und kommuniziere das auch klar. Und auf einmal fällt mir das wieder leicht, die Designs und Feed-Design und Post-Designs. Und es macht auf einmal wieder Spaß, einfach nur, weil ich so ein kleines Rädchen gedreht habe und das jetzt anders kommuniziere und auch anders daran gehe. Und ja, ich weiß jetzt gar nicht noch, was ich hinaus wollte, aber man muss die Erfahrung Nicht schlimm. machen, man muss halt auch Alles einfach gut. mal durch, man muss vielleicht auch mal hinfallen, um wieder on track zu kommen und sich selbst zu finden. Und ja, ich glaube, du brauchst auch einfach das negative Pendel, um dann wieder zurückschwingen zu können. Das hast du vorhin auch gesagt mit dem Pendel, das fand ich sehr schön. Erfahrungen müssen gemacht werden, um daraus dann hoffentlich zu lernen, ja. Also ich würde sagen, lasst uns mutig sein. So, und wenn ihr Lust habt, euch mal anzuschauen, sozusagen, wie mutig man sein kann, was Instagram angeht, geht halt mal gerne aufs Profil von Mühl, weil da seht ihr sozusagen, was man so machen kann. Ja, ist jetzt halt ihre Richtung. Es ist so, sozusagen, es muss jetzt nicht jedem gefallen. Gerade darum geht es ja auch. Ja, sondern dass es halt eben etwas ist, was einfach aus sie herauskommt. Das ist mit dem Podcast hier noch das Gleiche. Muss nicht jedem mir fallen, wird nicht jedem mir fallen. Auch die Perspektiven, die ich hier aufwerfe, sie werden wahrscheinlich für manche Leute so sein, nö, kann ich nicht mit anfangen. Völlig in Ordnung. Hör einen anderen Podcast. So, scheiß drauf. Weil das, was ich hier mache, mag ich halt. Ich liebe das, ja. So, und habe heute früh hatte ich ein Interview gehabt, das ging um 9 los. Um 8:55 bin ich irgendwie aus dem Bett gefallen. So, weil ich halt gestern erst mitten in der Nacht nach Hause gekommen bin, weil ich noch auf einem Kundentermin war, auswärts. Und ich war einfach so im Arsch, ich hab einfach so, keine Ahnung, ich konnte halt nicht, so ging halt nicht, ja, keine Ahnung. So, und dann habe ich hier 5 Minuten gehabt, Setup aufgebaut, bop, 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 und dann habe ich mein Interview gehabt. Und das ist einfach geil. So, das hat super funktioniert, weil ich einfach authentisch bin an dem Punkt, weil mich das nicht, ich muss nicht irgendwas mir ausdenken und irgendwie jemand sein, der ich nicht bin, sondern ich mache einfach genau das, was ich kann. So, und ich kann alle Leute, die irgendwie da draußen gerade sind und sich fragen, so, okay, aber bin ich jetzt gerade richtig mit mir? Schau, wo du einfach Dinge leisten kannst, die dir relativ leicht fallen. Weil das ist das Kuriose. Das muss nicht schwer sein. Fuck, auf gar keinen Fall. Du kannst einfach mit Dingen, die dir relativ leicht fallen und wo du gute Arbeit mit leistest, kannst du Geld verdienen. Und nicht zu knapp. Gerade da kannst du richtig viel Geld verdienen. Ja. Was war eigentlich so, wenn ich jetzt nochmal so auf deine Story zurück kann, so wenn du darüber sprechen magst, was war so deine Fuck-up-Erfahrung, so die beschissenste Kundenerfahrung, die du bis jetzt so hattest? Die beschissenste Kundenerfahrung war mit einem Coach, einer Coachin, die sehr manipulativ unterwegs war. Und ich war mit mir selbst noch nicht ganz im Reim und ich habe da auch noch, war da noch als virtuelle Assistenz unterwegs und habe halt auch einfach für mich nicht klar kommuniziert und ich bin halt total auf die reingefallen und habe halt alle möglichen Aufgaben für die übernommen, die aber vorne und hinten nicht funktioniert haben, weil die Kommunikation total fehlgeschlagen ist und das letztendlich auf
sie hat das immer schön umgedreht, so von wegen, du leistest nicht gut genug, du hast das doch versprochen, du machst das bis dann und dann fertig. Und ist generell halt einfach sehr persönlich geworden, obwohl wir über viele Sachen einfach gar nicht gesprochen haben. Die hat halt erwartet, ohne mir zu kommunizieren, was sie erwartet hat. Und ich habe halt gehasselt, habe halt mega viele andere Projekte da runterfallen lassen, weil mich das so eingenommen hat, dass ich letztendlich gesagt habe, das, was wir machen, das macht keinen Sinn. Ich sehe dich auch nicht darin. Ich sollte ein Personal Branding für die erstellen mit Instagram-Design und Logo und eigentlich ein wirklich Branding-Programm, was ich ja nicht mal so richtig mache. Und jemand, der in der Nische unterwegs ist, der weiß, wie aufwendig ein Brandaufbau ist. Also Brand-Design und Branding ist ja nicht nur Design, da gehört ja viel mehr dazu. Und wenn dann die Kommunikation schon nicht richtig stimmt, dann kann das einfach nicht werden. Und das habe ich ihr dann so kommuniziert. Und das hat die halt alles nicht verstanden. Die hat gemeint, ich mache jetzt ein Design fertig und dann ist das fix so. Und ich habe mich wirklich kaputt gemacht. Ich gebe ihr auch gar nicht die Schuld, dass es so gelaufen ist. Es war einfach dieses ganze Konstrukt, wie wir miteinander gearbeitet haben und wie unbedacht wir da rangegangen sind, mit vielen Erwartungen, die dann halt nicht erfüllt wurden. Hat mich halt einfach, das war meine Erfahrung so, es war mein Abfuck, es war mein Mindfuck. Und ich habe halt da durch sie auch gelernt, so, mit welchem Bereich will ich eigentlich nicht arbeiten? mit welchen Menschen möchte ich nicht arbeiten? Und das habe ich halt gelernt durch sie. Und auch dieses, ich muss klar kommunizieren. Ich gebe vor, wann irgendwas fertig ist. Ich gebe vor, mit wem ich arbeiten will. Und ich sage halt auch so, hey, das geht so nicht. Wir müssen das anders machen. Das habe ich daraus gelernt. Und tatsächlich das größte Learning war, ich will mit dieser Nische, mit der ich, wo sie sich befindet, möchte ich nichts zu tun haben, ja. Ja, nee, gerade das ist so wertvoll und ich weiß, dass das erstmal sehr negativ vielleicht jetzt rüberkommen kann, wenn man so über so negative Kundenerfahrungen spricht. Aber erstens, jeder macht negative Kundenerfahrungen, denn sie gehören einfach dazu. Weil sie sind ein Reflexionsfeld für uns, damit wir lernen können sozusagen, was wollen wir eigentlich wirklich? Wer sind wir? Was können wir gut leisten und so? Und gerade wenn du dir noch relativ unbewusst darüber bist, wie das alles zusammenhängt und was dort alles so reingehört sozusagen auch an Kommunikation, wie fucking wichtig klare Kommunikation ist. Und ich auch, ja, ich muss da auch dran arbeiten. So, dann merkst du eigentlich erstmal, was da eigentlich dahinter steckt und du kannst so viel Positive draus ziehen, ja. Und deswegen auch danke fürs Teilen, weil ich glaube, du bist da nicht alleine mit, definitiv nicht. Ja, sie kann da auch eine Menge Horror-Stories erzählen, was ich so halt erlebt habe. Also, ja, das war für mich halt auch einfach so die Anfangszeit. Das war ein Monat, der richtig, richtig gut läuft. Ich habe einfach so Kunden verdient, weil ich aber halt auch alles angeboten habe. Alles von Design, alles von Instagram-Aufbau. Und ich habe wirklich innerhalb kürzester Zeit super viele Kunden und Kundinnen gewonnen und war halt einfach überfordert. Und tatsächlich war halt auch das Geld so ein Motivator. Die hat mir halt von jetzt auf gleich mehrere tausend Euro überwiesen. Und ich bin halt mega daran kaputt gegangen. Und es hat halt keinen Spaß gemacht und ich habe gemerkt, das kommt zu keinem Ergebnis und für mich war es dann einfach auch die Entscheidung, da warst du mir auch eine große Unterstützung, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, zu sagen, ich breche die Zusammenarbeit ab, ich gebe dir einen Teil des Geldes zurück und das war für mich schon hart. Und aber letztendlich war ich danach total befreit und habe daraus gelernt und meine Erfahrungen gemacht, aber es war ein Learning in vielerlei Hinsicht. Ja, glaube ich. Wir können es ja mal umdrehen. Was war denn so die geilste Kundenerfahrung, die du bis jetzt hattest? Ah, da gibt's so viele Momente, wo ich mir denke, wow, macht so viel Spaß. Und das ist, glaube ich, allgemein dieses Zusammenarbeiten, zusammen kreieren. Ich meine, wir arbeiten ja nach wie vor irgendwie miteinander zusammen. Und das macht mir Spaß, weil ich daraus profitieren kann und zehren kann. Aber generell ist es wirklich dieses, und das ist nicht nur eine Kundenerfahrung, das ist alle Kunden, die ich bisher habe, ist diese Erfahrung, gemeinsam zu wachsen und gemeinsam eine Sache zu kreieren. Und also das ist jetzt bei allen Kunden, wenn man halt wirklich, und das mag ich auch so an diesem Wort Co-Creation oder Sparing-Partnerin, ich
ich setze halt nichts vor. Ich sage nicht, hey, musst das so und so auf Instagram machen. Ich sage, komm, lass uns gemeinsam das mal angucken. Lass uns gemeinsam kreativ werden. Und dann entstehen die tollsten Sachen. Und dann zu sehen, so, hey, das funktioniert auch noch. Und derjenige, mein Gegenüber, hat Spaß dabei. Das sind alle meine positiven Kundenerfahrungen. Oder wenn ich halt sehe, wenn jemand gerade irgendwie ein Problem hat mit seiner Positionierung und hat so viele Gefühle in sich drin und man weiß aber nicht, wie man das nur nach außen tragen kann, visuell oder Wording oder Content-Formate. Und ich gebe da irgendwie nur so einen Impuls und man merkt richtig am Gesicht so, wow, da ist gerade was aufgebrochen und jemand hat sich gesehen gefühlt durch das, was ich halt gesehen habe und ausgesprochen habe. Und dann halt wieder Leuchten zu bekommen und richtig Motivation zu haben, etwas visuell umzusetzen oder in einem Content-Format umzusetzen. Oder auf einmal werden Stories gemacht und man kommt in die Sichtbarkeit, weil man richtig Bock hat. Das sind alle meine positiven Kundenerfahrungen, ja. Ja, voll cool, danke für Teilen. Wenn du jemanden, der gerade am Anfang steht, vielleicht von seinem Business oder sich sichtbar macht gerade, was würdest du ihm gerne noch mitgeben wollen? Also hast du noch irgendwie so zwei, drei kleine Tipps irgendwie, wo du sagst, so, okay, achte bitte darauf? Ja, nicht nachdenken, einfach machen. Und das ist genau das, was wir gesprochen haben. Einfach Erfahrung machen und daraus lernen und vielleicht sich sogar so ein bisschen hinter der Kurzlebigkeit von Instagram zu verstecken, weil niemand wird es merken, wenn du mal einen Fehler gemacht hast oder dich umpositionierst oder dein Branding nochmal umänderst. Das juckt am Ende niemanden. Du kannst dich eigentlich total ausleben. Da würde ich gerne den Leuten die Angst nehmen, dass das alles direkt perfekt sein muss. Ich weiß, wie schwierig das ist. Ich habe dieses Problem auch, aber nicht nachdenken, einfach machen, sich selbst gut kennenlernen, um das nach außen zu kommunizieren. Und dann funktioniert es auch easy peasy mit der Sichtbarkeit. Da kann man auf einmal in den Stories sprechen, dann kann man auf einmal Reels machen, dann kann man seine Themen in Karussells ansprechen. Ja, einfach machen. Und sich Hilfe holen. Geil, danke dir. Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, wenn man sagt, okay, das, was die Nüdel da macht, da habe ich Bock drauf. Ich habe mir jetzt gerade mal ihr Instagram-Profil angeguckt. Ich finde das richtig nice. Ich würde gerne mit der Nüdel hier Bist du zusammenarbeiten wollen weg? in Zukunft. Wie kann man auf dich drauf zugehen? Wie kann man mit dir in Kontakt treten, um mit dir zusammenzuarbeiten? Am besten über Instagram direkt. Da bin ich am aktivsten. Da gucke ich jeden Tag rein. Man kann sich direkt meine Sachen anschauen und ich kann mir direkt die Sachen von den anderen anschauen. Tatsächlich, erste Plattform ist Instagram bei mir. Und dann einfach ansprechen wir. Ich mache immer ein Erstgespräch aus und ich nenne das, ist das auch gar kein Verkaufsgespräch oder so. Das ist bei mir ein Inspirationscall, wo ich einfach mein Gegenüber kennenlernen kann und wir uns gegenseitig kennenlernen können, um herauszufinden, ob ich demjenigen helfen kann oder halt nicht. Die Option gibt es natürlich auch. Und ich benutze diesen Inspirationscall hauptsächlich, um Mehrwert zu geben für Content-Ideen, für wie kannst du dich gut positionieren, wo ist vielleicht noch wo fehlt vielleicht noch das gewisse Extra und tatsächlich auch einfach Content-Ideen? Wie kann ich mein Angebot und meine Ideen, alles, was da so rumschwirrt, in Content bringen? Dafür war das Inspirationscall-Ding eigentlich immer sehr, sehr wertvoll, ja. Okay, perfekt. Also in den Captions findet ihr den Link zum Profil. Da könnt ihr euch dann gerne mal einloggen und dann mit ihr auch gerne in Kommunikation gehen. Ich kann es wärmstens empfehlen. Also wie gesagt, die Arbeiten, die ich jetzt auch gerade nach draußen gebe, sind alle mindestens inspiriert, wenn nicht sogar dadurch entstanden, dass wir zusammengearbeitet haben und immer noch zusammenarbeiten. Und genau, ich habe mich sehr gefreut auf jeden Fall über das Gespräch hier. Und wenn wir mal wieder Zeit haben in Zukunft, können wir mal schauen, wie sich das auch bei dir weiterentwickelt hat in dem nächsten Call. Und wenn dann Leute auch mal Fragen an dich haben oder so, können sie die mir auch gerne schicken und dann kann ich die dann auch gerne im nächsten Gespräch mal stellen. Genau, und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und für dein Hiersein. Ja, super gerne. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Nochmal danke für die Einladung und dass ich hier so offen sprechen konnte und vielleicht neugierig machen konnte. Ja. Sehr schön, alles klar. Dann, meine Lieben,
Das war der E-Business Cast. Heute mit der lieben Lüdel und mir. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel, viel Erfolg in eurem Business. Seid kreativ, seid werteorientiert und vor allem reflektiert. Und dann werdet ihr auch sehr, sehr erfolgreich sein. Alles klar. Bis dahin, euer Matthias. Ciao, ciao.